Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich mal wieder für euch in Legion und in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar möchte ich euch heute mal was zeigen, was beide Addons jetzt noch betrifft, denn es geht um das Ehrensystem, was dann neu zu Battle for Azeroth kommt, beziehungsweise wo man sich jetzt schon ein bisschen drauf vorbereiten kann. Und zwar, wie ihr seht, sitze ich hier auf einem schicken Mount, das ähnlich aussieht wie Mounts, die wir schon kennen, aber eins ist, dass man erst durch relativ viel Arbeit erhalten kann, die man jetzt schon macht, beziehungsweise die man in Battle for Azeroth reinstecken kann. Und zwar ist es hier der prestigeträchtige blutgeschmiedete Renner, den man für Ehrenstufe 500 bekommt, was das Maximal-Ehrenstufen-Level sein wird, was man quasi im Moment hat, wo man Achievement dafür bekommt. In Battle for Azeroth auf der Beta, beziehungsweise hier auf dem PTR-Server. Und ich kann euch das Ehrensystem mal zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier, wenn wir auf Spieler gegen Spieler gehen, ein neues kleines Fenster. Erstmal haben wir hier oben Eroberungspunkte, wo wir dann Items kriegen. Um die soll es heute nicht gehen. Das ist dann nochmal eine Extra-Währung. Heute geht es wirklich um die Ehrenstufen. Und zwar funktionieren die ähnlich wie schon im Prestige-System, diese Ehrenstufen. Nur es gibt keine Prestige-Stufen mehr. Also die großen wurden abgeschafft, sondern man hat bloß noch Ehrenstufen. Eine Ehrenstufe ist hier, soweit man es auf dem PTR sieht, jetzt tun wir es mal als Erfahrung einblenden, braucht 8800 Ehre. Da könnt ihr euch rechnen, dass man hier relativ viel Ehre braucht, um auf diese 500 Ehrenstufen zu kommen. Da gibt es auch schicke Achievements für, wenn wir da einmal reinschauen. Und zwar seht ihr hier schon, dass man für Ehrenstufe 5 1 kriegt, 10, 15, 20, 25, und dann geht das so weiter. Also so in 10er Schritten. Bis Stufe 100, dann geht es mit 125, 150, ich glaube dann nur 200, 250, und dann seht ihr, hier sind die restlichen 300, 400, 500. Von den Belohnungen bzw. die Ehre wird auch vom alten Prestige-System übernommen. Und zwar nicht nur von einem Char, sondern von allen Chars. Das heißt, das Ganze wird account-wide sein. Was ich euch jetzt als kleinen Tipp geben kann, beziehungsweise was ich hier schon ein bisschen ausprobiert habe. Wir können nämlich jetzt mal rüber switchen, deswegen sowohl Battle for Azeroth als auch Legion bin ich jetzt hier auf meinem Live-Server-Char. Und zwar habe ich mit dem eine Prestige-Stufe von, warte mal, hier sieht man es nicht so gut, das sieht man in dem anderen Tab, hat man es besser gesehen, in dem Tab hier. Bin ich Prestige 25, also das Maximale, und 50 Ehrenstufen, was übersetzt etwa 120 Ehrenstufen sind. Also quasi, wenn man einen Char auf Maximum gebastelt hat, ist man etwa auf 120. So Pi mal Daumen, ein bisschen mehr sind es vielleicht, ja. Ich habe nämlich vorher ein paar rüberkopiert. Ich glaube, ich habe meinen Char 5, 6 mal rüberkopiert, dann noch 5, 6 mal kann nicht sein. Ich habe ihn 4 mal rüberkopiert und noch ein paar andere Chars, um quasi das ein bisschen testen zu können. Und was man da schön gesehen hat, erstmal, dass es zusammenzählt, und was man auch schön gesehen hat, was man halt quasi wann an Belohnungen bekommt. Und es bleibt so, dass man etwa die Belohnungen, wenn man jetzt auf Maximal Prestige wäre, dass die etwa auf dem ähnlichen Stand bleiben, was ihr an Ehre habt. Das heißt, wenn wir mal wieder zurück auf den Beta-Server gucken, ist es so, dass wir, also es geht jetzt mal nur um die Mounts, Titel gibt es natürlich trotzdem noch und Pets und so auch, aber uns interessieren jetzt mal nur die Mounts, wo man die besser nachschauen kann. Wenn ich jetzt hier Prestige eingibt, dann kommen hier die ganzen Prestige-Mounts, und ihr seht schon hier, warte mal, hier ist glaube ich eins der ersten, es gibt eins ab Ehrenstufe 15, dann 40, 150, 250, das ist übrigens das ganz große, was im Moment, glaube ich, jetzt für 25 oder für 24 irgendwie so, auf jeden Fall eins der letzten Mounts, die man kriegen konnte, ist. Und hier sind auch die anderen noch drin. Und das ganz Neue, was man hat, das für 500 ist hier das prestigeträchtige blutgeschmiedete oder prestigeträchtige blutgeschmiedete Renner, der halt diese Panzerung quasi noch hat, die noch ein bisschen cooler aussieht als die hier, die eher so eine schlichtere Panzerung haben, und der hat halt hier nochmal schon nochmal ordentlich was obendrauf. So, was jetzt eigentlich der Inhalt des Videos sein soll, neben dem, dass ich euch das zeigen wollte, wollte ich euch zwei, drei Tipps geben, beziehungsweise ein Add-on empfehlen. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, um eure aktuelle Ehrenstufe rauszufinden, indem ihr jeden Char rüber kopiert auf dem PTR, das könnt ihr natürlich machen, oder ihr nehmt da ein kleines Add-on für, und zwar kann ich euch das mal kurz zeigen. Warte mal, ich ziehe euch mal einen Chat mal rein. Ich gebe mal hier ZP ein. Da seht ihr, sehe ich quasi die Prestigestufe.
Und zwar kann ich euch das mal zeigen, wo ihr das Add-on herbekommt. Das ist nämlich Ziggy Prestige, heißt das. Und das kalkuliert quasi eure Ehrenstufe. Da hat es auch letztens ein Update gegeben. Es wurde nämlich ursprünglich mit, ich glaube, 200, nee, mit 5.500 Ehre pro Stufe gerechnet. Jetzt sind es 8.800 Ehre pro Stufe. Das heißt, man braucht mehr. Ich habe das jetzt eben auch nochmal geupdatet. Das Add-on gibt es nicht bei Curse. Ihr müsst es wirklich manuell runterladen und manuell in den, was heißt nicht bei Curse und auch nicht hier in diesem Twitch-Client, ne, dem ich ja mittlerweile nutze, der vorher der Curse-Client war. Also ihr müsst es wirklich manuell einfügen, das Add-on. Dann habt ihr aber den Vorteil, wenn ihr die Charts durchgelockt habt, dass es euch hier quasi die Char-Prestige zusammen anzeigt und dann auch beziehungsweise die Ehre anzeigt und dann auch mit allen anderen Charakteren vom Account zusammenrechnet und ihr dann eine Anzeige bekommt, wie viel ihr im Moment habt, ne? Und das ist auch dann der Wert, den ihr haben werdet mit Battle for Azeroth Chart beziehungsweise mit dem Pre-Patch, wenn alles zusammengezählt wird. Ich mache es im Moment so, dass ich mit den ganzen Twinks, die ich habe, und ich habe ja einige, hier die Turmquests abfarme, und zwar hier immer diese PvP Events, die habe ich ja auch mit Main schon immer gemacht, solange ich quasi Ehre gebraucht habe. Und das lohnt sich halt, vor allem mit Wings hat man das ja schnell abgeflogen, einmal nebenbei, und hat dann relativ viel Ehre, die man halt schon vorfarmen kann. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eh nichts Großartiges zu tun, bis Battle for Azeroth rauskommt, beziehungsweise bis der Pre-Patch rauskommt, kann man das hier wunderbar vorfarmen. Natürlich könnt ihr auch BGs machen, ist aber meiner Ansicht nach weit nicht so effektiv wie jetzt die Geschichte hier mit den Turmquests, weil da kriegt man insgesamt, wenn ihr alle macht, 1400 Ehre raus, sprich, und das für, weiß ich nicht, eine Viertelstunde. Da sind das meiste noch die Flugzeiten, also eher wahrscheinlich 10 Minuten, um das Ganze abzuklappern. Genau, so viel dazu. Was ich vorhin sagte, man hat annähernd es so mit den Mounts von den Wertigkeiten, wie es auf dem Live-Server ist, mit der Prestigestufe, stimmt nicht ganz. Das war noch so, als der Wert bei 5.500 war, die man pro Stufe gebraucht hat. Da war ich nämlich etwa bei einer Prestigestufe von hier 250, was sich ja decken würde mit dem Mount, was man quasi gebraucht hat für Prestige. Also hier, das hier war das letzte, genau, das braucht man jetzt 250 für. Jetzt haben die ja, wie gesagt, das auf 8.800 hochgesetzt. Das ist aber immer noch bei 250. Würde bedeuten, ihr wärt auf dem Live-Server kurz vor dem Mount hier, also ich weiß nicht, 24, 25 ist es, glaube ich, und dann kommt das Add-on raus, dann seid ihr natürlich ein gutes Stück weg, weil, wie ihr jetzt seht, habe ich auf dem Live-Server auf dem Account hier zusammen, und der Druide hat zwar das meiste, ihr seht hier, habe ich 1,1 Mille auf dem Druid und auf dem ganzen Account 1,39, also jetzt das meiste ist wirklich auf dem Druid, aber ich würde dann quasi, wäre ich dann weiter von dem Mount weg als davor. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Wie gesagt, als wir noch mit 5.500 gerechnet haben, hat es fast gepasst. Jetzt haben sie es vor, ich glaube, ein, zwei Tagen haben sie es erst geändert, ein bisschen weiter gelegt. Ob das so bleibt auf dem PTR-Server bzw. Beta-Server, muss man abwarten. Vielleicht passen sie auch nochmal die Achievements an. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man aber jetzt nicht genau. Gut. Ja, soweit zu dem ganzen Ding. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr jetzt noch so macht, bis quasi der Pre-Patch rauskommt, was ihr farmt oder vor allem, wie ihr plant, Ehre zu farmen, ob ihr da vielleicht ein bisschen besseren Weg noch als ich habe. Und ja, sonst war es das mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.